Ich bin mir übrigens sicher, Sie werden jetzt von uns einen Ohrwurm bekommen, den Sie bis morgen früh nicht wieder aus den Ohren rauskriegen. Was richtig sommerlich ist. So wird der Sommer erwachen bei uns im Studio jetzt. Denn Patrizio Buane singt von seinem aktuellen Album wunderbar Buona Sera, Signorina. Und bitte. Buonasera, signorina, buonasera. Buonasera, auch für dich, mein Napoli. Buonasera, signorina, buonasera. Den Mond, die Sterne und auch dich vergesse ich nie. Und ich träume die ganze Nacht von deiner Liebe. Denn mein Herz gehört nur dir. Allein, sag mir einmal noch, dass es für uns so bliebe, dann schenk ich dir mein Herz voller Liebe. Sag mir einmal noch, dass es für uns so bliebe. Buonasera, Signorina, komm und sei mein. Buonasera, signorina, buonasera. Buonasera, auch für dich, mein Napoli. Buonasera, signorina, buonasera. Den Mond, die Sterne und dich vergesse ich nie. Und ich träum die ganze Nacht von deiner Liebe. Denn mein Herz gehört nur dir und nur dir allein. Sag mir einmal noch, dass es für uns so bliebe, dann schenk ich dir mein Herz voller Liebe. Sag mir einmal noch, dass es für uns so bliebe. Buonasera, Signorina, komm und sei mein. Buonasera, Signorina, komm und sei mein. Buonasera, Signorina, komm und sei mein. Hey. Sag mal. Und tanzen kann auch, habe ich gerade festgestellt. Ein bisschen. Also das sah schon wirklich gut aus. So, jetzt geht's um eine... Komm ruhig aufs Sofa hier wieder. Ich möchte nicht in die Kamera rennen. Ist überhaupt kein Problem. Jetzt geht's um Patrizio Buane heute Abend auf dem roten Sofa. Und Sie werden sich sagen, der Mann singt fantastisch. Wieso spricht der eigentlich so gut Deutsch? Ist doch eigentlich Italiener. Das liegt ganz einfach daran, du bist in Wien aufgewachsen. Wir sind mittlerweile beim Du, glaube ich, ne? Okay, ich glaube ja. Na gut. Oh, es ist so lieb von dir. So lieb von dir. Du bist in Wien aufgewachsen. Ja, ja. Dein Vater kam aus Neapel, ja. Kam als guter Koch, kam nach Wien. Ja. Haubenkoch. Also Sternekoch, kann man sagen. Ganz genau. Hat da deine Mama kennengelernt. Jawohl. In Wien bist du gezeugt und geboren worden. Aufgewachsen in Neapel. Dann in Neapel. Dann wieder zurück nach Wien. Dann sechs Jahre. Ja, in sechs Jahren. Und dann Neapel und Wien, wie Neapel. Die Matura gemacht in Wien. Abitur, auch? Auf Deutsch also gesagt. Abitur, ja. Dann Sprachen studiert. Ja. Wann ist Musik für dich zur Hauptsache geworden? Also meine Eltern haben die ganzen alten Vinylplatten auf Kassetten überspielt, um sie dann später im Restaurant zu spielen. Und ich saß als kleines Kind sozusagen mit meinen Spielsachen und habe mitgehört und mitgesummt. Und dann wurde ich entdeckt von meinen Eltern. Was machst du da? Sing doch mal mit, laut. Und das habe ich dann gemacht. Also laut mitgesungen und das war so ein Hobby. Gäste sind dann gekommen, wurde dann als kleines Kind auf den Tisch gestellt oder auf den Sessel, auf den Stuhl, sagt man ja im Deutsch, und habe dann gesungen. Lass uns mal wieder zu dem Italiener, der kleine Sohn da immer singt im Restaurant. Ja, so ungefähr. So, ne? Es war also Familienbetrieb und es war immer lustig, aber mein Vater ist dann gestorben, wie ich 17 Jahre alt war. Und ich habe natürlich brav meine Schule gemacht und so, aber die Musik bringt diese Memorien, diese Nostalgie, diese Erinnerungen zurück. Und dann habe ich mir das ganz einfach als Ziel genommen, dass ich in seinem Namen, in meinem Namen, in unserem Namen, in diesem guten Element, in dieser guten Energie, meinen Namen, meine Stimme der Welt, die Welt daran beteilige. Wenn du heute auftrittst, dann geschieht das vor vielen tausend Menschen. Wir haben einen kurzen Ausschnitt von einem Konzert von dir in Holland, Patrizio Buane, und mach das so ein bisschen...
Wo sind wir? Schabernack auf der Bühne. Buongiorno Italia, buongiorno, and la, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno addio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi mangiare, mangiare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone, piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. I was just joking, sono un italiano vero. Ciao bella, un applauso, grande applauso, grazie. Ganz, ganz süß. Und ich, der Freund hat auch eingesehen, dass er keine Chance hat. Nein. Hat er ganz freundlich gewunken. Es darf niemand eifersüchtig auf mich sein, weil ich mag zwar ihr Lieblingssänger gewesen sein oder bin ihr Lieblingssänger, aber am Ende gehen ja doch die nach Hause mit ihr. Ich mache meinen Job, ich liebe meinen Job, ich habe den besten Job, sorry. Aber, ich will niemanden wegspannen, also abspannen, wie man sagt. Ich bin sehr gerne auf der Bühne und bin sehr, sehr gerne ein Entertainer, der die Leute zu Tränen rührt, sie zum Lachen bringt. Ich denke, das ist leider Gottes heute mit den Nachrichten, wenn man so guckt, Kriege und der wird getötet. Ist gut, wenn man dann so einen Ausgleich hat im Grunde, ne? Ich denke, dass als Unterhalter muss man die Leute in eine positive Welt geben. Deshalb auch der Titel vom Album, wunderbar, es ist was Positives. Also das Album ist ja nicht nur jetzt alte Schinken, die ich neu aufgenommen habe, sondern zum Beispiel neue originale Lieder, wunderbar, oder Du warst das Boot auf dem Meer der Farben. Eine wunderschöne Komposition, an der wir gearbeitet haben, mit großen Komponisten, Norbert Endlich zum Beispiel, Mark Hiller hat den Text geschrieben, die kennen wir vielleicht auch von meiner Kollegin, die Ella Endlich, die bei der gleichen Plattenfirma auch ist. Und wir haben ein ganz tolles Team und das Ziel ist eigentlich, die Leute glücklich zu machen. Weil heutzutage ist ja alles Download im Internet. Patrizio, du machst ja ganz viele Stars auch glücklich. Das ist ja super interessant. Also wenn du auf deinen Konzerten unterwegs bist, da triffst du auch ganz viele Prominente. Hier, Connie Francis zum Beispiel sind wir da gerade. Und das Witzige ist, es ist nicht so, dass du ein Foto mit denen haben möchtest. Hier, Isabella Rossellini ist das. Sondern die wollen alle ein Foto mit dir haben. Also, das ist schon beidseitig. Das ist nicht so. Also Sophia Loren, da bin ich wie ein kleines Kind vor dem Weihnachtsbaum gestanden. Das war irgendwann Natasha Bedingfield, glaube ich. Dann hier Bon Jovi, Sophia Loren, hier Sophia haben Loren. Sind wir gut. Er hat den gleichen Tag Geburtstag wie ich. Ich bin ein paar Jahre jünger. Tiger hier, Tom. Tom Jones, der hat mir wirklich gesagt, dass meine Stimme großartig ist, was Wahnsinn ist, weil das ist ja total mein Vorbild. Gary Halliwell, toll. Ja. Ganz, ganz nett. Ganz Wahnsinn. Also wenn man sich das so ansieht, ich gucke mir die Fotos alleine nicht zu Hause an. Also die mache ich dann, zeige es meiner Mutter, zum Beweis, dass ich meine Zeit nicht vergeude. Und dann nach so vielen Jahren jetzt das im Fernsehen zu sehen, also das macht mich sehr, sehr stolz. Und möchte das natürlich auch diese Energie und diesen Erfolg hier in Amerika, in Deutschland auch nach Deutschland bringen. Also gucken wir mal, was passiert. Ein weiterer und beim Thema Romantik, Patrizio, da möchte ich natürlich von dir wissen, wenn du ein Date hast mit einer Frau, greifst du dann eigentlich auch mal zur Gitarre? Also habe ich mich erschreckt, wenn du sagst, greifst du und dann ist dann die Gitarre gekommen. Ja, ich greife überall hin, wo man darf und was romantisch ist. Und auch musikalisch sozusagen. Grazie mille per quanto devo a te. Kennst du ja ganz in weißer Italienisch. Ja, natürlich. Ist doch schön für einen italienischen Namen. Mach nochmal. Das ist che hai portato la luce intorno a me. Grazie mi und so weiter. Ich finde, es klingt irgendwie auf Italienisch viel besser als ganz in Weiß. Naja. Muss ich ehrlich sagen, doch. Worauf achtest du eigentlich bei Frauen? Du bist ja Single, das darf ich sagen. Ja, bin ich wieder, ja. Ich achte darauf, dass da, wenn gesprochen wird, dass da auch wirklich was dahinter steckt. Also ich mag nicht nur, wenn gequasselt wird. Es muss schon ein bisschen so Kontext sein. Blond oder braun, wie muss es aussehen? Oh, ich bin kein Rassist, na, also beides gefällt mir. Okay, alles Mögliche. Das Herz muss stimmen. Das Herz muss stimmen, das ist das Wichtigste. Das Patrizio Buane. Das war mir eine Ehre. Ich will noch was hören. Guck mal, ich habe gerade gesehen, auf dem Album ist auch drauf Marina. Marina, Marina, Marina. Das will sing ich nochmal. Komm, das will ich nochmal. Sing mal. Marina, Marina, Marina. Da-di-da, da-di-da. Ich lasse es lieber. Also du machst das Moderieren, ich mach das Singen. Okay. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da sein durfte.
Und es geht jetzt nach Österreich, ja, mehr Promotion. Nein, also das muss man schon sagen, das ist, man muss schon dankbar sein. Und ich hoffe, dass euch natürlich die CD gefällt. Falls es euch nicht gefällt, sagt sie ja niemandem weiter. Das ist ganz wichtig. Um Gottes Willen. Ja. Und vielleicht geht es ja, dass auf facebook.com Patrizio Buone Official die Leute mal eine Meinung sagen. Oder vielleicht hier auf deiner Website. Oder ja klar, das ist überhaupt kein Problem. Und ansonsten auf meiner Facebook-Seite sehen wir uns ein nächstes Mal noch. Habe ich ein Bild von uns gepostet. Hast du schon? Facebook-Seite, natürlich, na klar. Dein ist mein ganzes Herz. Wo du nicht bist, ich meine natürlich nicht dich, kann ich nicht sein. Patrizio Buone, dankeschön, dass du heute Abend da warst, mein Lieber. Dankeschön. Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und wir hören uns morgen bei NDR 2.